Herzlich willkommen euch zur heutigen Pressekonferenz, nachdem wir gestern bei der Songvorstellung ein bisschen musikalisch hier auf dem Podium unterwegs waren mit Herrn Stumpfeszi und Zupfkapelle. Wollen wir am Wochenende, dass die Musik wieder auf den Platz abgeht bei unserem ersten Auswärtsspiel der Saison. Peter, habe ich doch schön gesagt, oder ist in deinem Sinne in der Partie beim SC Fortuna Köln? Wie immer, sehr gut. Ja, wir gucken natürlich mal auf diese Begegnung. Für unseren Chefcoach die Reise zurück an die alte Wirkungsstätte 2000, 2001. Peter, spielt das noch eine Rolle oder ist das schon zu weit weg für dich? Nein, das spielt keine Rolle mehr. Das ist einfach schon zu weit weg. Und ich fahre natürlich gerne ins Südstadion, wie gesagt, weil ich auch da gearbeitet habe. Aber der Club ist heute komplett anders aufgestellt. Damals war das noch anders mit John Oehring und seinem Umfeld. Da war alles noch viel, viel anders. Und ich denke, heute ist die Situation beim Club komplett anders. Und er ist gut für die Liga aufgestellt. Lass uns doch nochmal einen kleinen Rückblick wagen auf das erste Spiel gegen den Chemnitzer FC. Welche Erkenntnisse hast du aus der Partie gewonnen, die jetzt auch interessant wurden für die Trainingswoche und für die Vorbereitung für das Spiel? Ja, ich denke, dass man, wenn man das Spiel jetzt zweimal gesehen hat, auch schon so ein Stück weit analysiert hat vom Videomaterial her, dass vielleicht das, was ich schon nach dem Spiel vom Eindruck her gesagt habe, dass man vielleicht noch hätte das Spiel auch gewinnen können, aufgrund der Chancen, die man gehabt hat. Ich glaube, es war ein Chancenverhältnis von 2-6. Und dann ist es natürlich so, dass man hinterher doch dann plötzlich der Auffassung ist, dass vielleicht mehr drin war und wir eigentlich vielleicht sogar 2 Punkte verloren haben, anstatt nur 1 gewonnen. Dann schauen wir, bevor wir in die Fragerunde gehen, noch auf die personelle Situation. Stichwort natürlich Mika Ojala und Sebastian Neumann. Wie sieht es aus bei den beiden? Und gibt es Ausfälle im Kader zu beklagen fürs Wochenende? Im Moment ist es so, dass wir keinen aktuellen Ausfall haben. Matthias Morris hatte gestern leichte Probleme im Oberschenkel, wird aber heute trainieren. Der Steffen Kienle hatte gestern hat sich leicht verletzt im Training, kann aber heute auch trainieren. Ein kleines Problem war mit dem Dennis, der jetzt mehr oder weniger 2 Tage nicht trainieren konnte, weil er wieder auf seine Hüfte gefallen ist, aber heute wird er wieder mitmachen, ist entsprechend behandelt worden. Und zu den beiden anderen Spielern, Mika Ojala, hoffe ich, dass er heute beim Training ganz normal mitmachen kann, sodass es dafür reicht, dass er A mitfahren kann und B möglicherweise auch zum Kurzeinsatz kommen kann. Beim Sebastian Neumann ist es einfach noch nicht so weit. Da müssen wir jetzt einfach so Woche für Woche schauen, wie weit es ist. Er macht auch im Training schon Aufwärmphase, Passspiele und so weiter mit. Aber da müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein. Danke für diese erste Runde und damit habt ihr das Wort. Herr Vollmann, ich denke, insgesamt waren wir uns alle einig, dass die Defensive gegen Chemnitz auf jeden Fall funktioniert hat. Was müsste denn jetzt oder muss jetzt vielleicht in Köln besser laufen nach vorne hin? Ja, erstmal müssen wir sehen, dass wir in Köln beim Auswärtsspiel auch uns gut auf den Gegner defensiv einstellen. Ich glaube, dass es auch wieder ein sogenanntes 50-50-Spiel ist, wo jede Mannschaft die Möglichkeit hat zu gewinnen. Die individuellen Fehler werden dieses Spiel entscheiden. Aber grundsätzlich müssen wir erstmal sehen, dass wir wieder ein überragendes Defensivverhalten an den Tag legen und darauf aufbauen, dann vielleicht die Kölner mit entsprechendem Passspiel dann in Verlegenheit bringen können, so dass wir da auch das, was wir vielleicht hier verpasst haben, dann auch zum Torerfolg kommen. Was für eine Mannschaft kommt da auf den VfR zu? Wie haben Sie die Kölner in der Analyse jetzt gesehen? Ich denke, dass man auf keinen Fall denken darf, dass durch die 2 Platzverweise jetzt die Fortuna entscheidend geschwächt ist, sondern sie haben auf den Positionen auch guten Ersatz mit Flottmann, der 1,91 groß ist. In Stuttgart hat
Rahn überhaupt nicht gespielt, ist wohl kurzfristig ausgefallen. Einer der besten Spieler, der in der letzten Saison 11 Tore gemacht hat, ein ganz entscheidender Spieler auf der Außenposition, sodass da überhaupt keine Schwächung stattfindet, sondern vielleicht sogar fürs Heimspiel nach vorne hin noch mehr möglich ist. Und ja, dass Fortuna einen sehr unangenehmen Spielstil hat, mit sehr viel langen Bällen auf die zweite Bälle spielend, ist bekannt, dass Fortuna auch in sich sehr aggressiv aufgestellt ist, ist auch bekannt, und wenn man das Ergebnis dann letztendlich auch in Stuttgart richtig sieht und bewertet, war das in Unterzahl gar kein schlechtes Ergebnis gegen so eine Mannschaft, wie das die Stuttgarter Kickers sind, die ja nun wirklich auch ein absoluter Top-Favorit für den Aufstieg sind. 0-0 gegen den Aufstiegskandidaten war auf dem VfR kein schlechtes Ergebnis. Was hat Ihnen denn besonders gut gefallen, was Mut für den Samstag macht? Ja, besonders gut. Wir müssen also unsere Defensivarbeit so wiederholen, wie wir es hier schon gegen Stuttgart oder gegen Chemnitz gemacht haben, um so dem Gegner möglichst wenige Torchancen zu erlauben. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass auf der stabilen Defensive auch gekoppelt dann eine gute Offensivarbeit stattfinden kann oder muss. Das werden wir jetzt heute im Training nochmal komplett durchgehen, welche Möglichkeiten wir haben, den Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen, dass er auch individuelle Fehler macht, und das ist auch Schwerpunkt des heutigen Trainings. Und ich glaube, dass wir ein Stressspiel auf allerhöchster Ebene erleben werden, weil eins ist, glaube ich, nicht gut. Ja, oder ich glaube, einer der beiden Mannschaften, oder es steht keiner Mannschaft gut, jetzt gerade im Moment so ein Spiel zu verlieren. Ich glaube, das ist für Fortuna nicht gut, deswegen werden die alles daran setzen, zum Spielerfolg zu kommen. Und uns ist es mit dem einen Punkt im Rücken, tut es sicherlich auch nicht gut, so ein Spiel zu verlieren. Deswegen glaube ich, dass es so ein Stressspiel auf höchster Ebene werden wird. Und fußballerisch sind die meisten Mannschaften ja gleich stark. Entscheidend werden Aggressivität, Nerven und natürlich auch der Spielverlauf sein, der für sich den günstigen Spielverlauf hinbekommt. Ist Cesar ein Wackelkandidat? Muss Kautalis links hinten eventuell ran, oder ist Cesar so, dass Sie denken, dass er spielen kann? Nein, ich denke, dass der Dennis kein Wackelkandidat ist, sondern wir waren einfach vorsichtig, sodass wir jetzt im Training nicht noch ein Risiko eingehen und dass er plötzlich da drauf fällt und so. Das haben wir versucht auszuschließen, aber es ist kein Wackelkandidat, sondern er, wenn er sich jetzt nicht noch in beiden Trainingseinheiten verletzt, wird er sich auf dem Platz stehen. Kehrt Maxi Welsmüller in die Startelf zurück, beziehungsweise wird er sein Startelf-Debüt in der Saison geben? Schwierige Frage, beschäftige ich mich auch mit, was für uns das günstigste ist, das Beste ist, und man muss aber eben auch klar feststellen, dass es noch zwei Trainingseinheiten sind, die danach erst eine konkrete Aussage hier zulassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Mannschaft hat gegen Chemnitz gut gespielt, hat gezeigt, dass wir da gut aufgestellt sind, und da muss man eben als Trainer auch genau überlegen, was der richtige Wert für die Mannschaft ist. Im Moment ist es für mich schwierig, da eine konkrete Aussage zu machen, weil ich natürlich auch gelernt habe, erst nach dem letzten Training kann man sicher sagen, ob das möglicherweise überhaupt eine Überlegungssituation von mir wird, oder ergibt sich durch irgendeine Verletzung dann eine komplett andere Situation, dass ich gar nicht mehr überlegen muss, ob ich da etwas verändern muss und somit den Maximilian möglicherweise auch draußen lassen muss. Dominik Drexler sagte, dass ein Auswärtsspiel im VfR vielleicht momentan gelegen kommt aufgrund der Kultusstärke. Sehen Sie das genauso? Ja, das kann
man so sehen. Das ist so eine logische Situation, wo man sagt, okay, auswärts kontert man. Aber ich glaube nicht, dass wir uns ausschließlich aufs Kontern verlassen müssen, sondern eben auch versuchen müssen, eigene Ballbesitzzeiten zu erzielen, ohne direkt immer auf den Konter aus zu sein, sondern das, was ich an eigenen Besitzzeiten hinbekomme, heißt für mich im Umkehrschluss, dass ich kürzere Verteidigungszeiten habe. Und ich glaube, wir sollten uns nicht darauf einlassen, nur in Köln zu verteidigen und hoffen, dass irgendwann mal ein Konter passt. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, könnte Maximilian Welsmüller ein Opfer der insgesamt guten Leistung in Chemnitz werden? Opfer würde ich nicht sagen, sondern es ist dann einfach so, dass man als Trainer die Entscheidung treffen muss, was ist im Moment das Beste für die Mannschaft, und das habe ich ja schon oft gesagt, ich werde mich da nie oder nie für oder gegen einen Spieler entscheiden, sondern immer für die Mannschaft, und das muss ich dann immer auch berücksichtigen. Auch der Sebastian muss das, der Maximilian muss das berücksichtigen, dass wir da in einer Situation sind, wo man auch ganz klar dann sagen muss, ich mach's oder ich mach's halt nicht. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn er jetzt nicht spielen würde, dass die Situation innerhalb des Spiels mit Sicherheit auf uns zukommen wird, dass er dann auch zu seinem Einsatz kommt. Und das ist für mich im Moment aber das kleinste Übel. Und des dünnen Kaders werde ich die Frage eigentlich schon fast, aber haben Sie sonst noch andere Überlegungen, eventuell in der die Startelf zu verändern im Gegensatz zu Chemnitz? Nein, das habe ich im Moment nicht, dass wir unbedingt etwas verändern müssen. Man guckt eben letztendlich immer auf den Gegner, welche Möglichkeiten kann ein Spieler dazu beitragen, dass wir auf der einen oder anderen Position eine gewisse Überlegenheit gegenüber der anderen Mannschaft herstellen können. Das ist immer die Überlegung, aber grundsätzlich ist es so, dass wir ja das schon angesprochen haben, defensiv hat das G funktioniert, und insofern muss man einfach das letzte Training abwarten. Wir könnten mir da keine Zu- oder Absage in dieser Gelegenheit, können da nicht aus mir rausfringen. Da müssen wir einfach warten. Das Spiel gegen Chemnitz mit der neu formierten Mannschaft war ja so ein bisschen eine Unbekannte. Keiner wusste genau, wo man steht. Haben Sie vielleicht eine gewisse Selbstsicherheit jetzt durch dieses 0:0 festgestellt, dass die Spieler vielleicht noch ein bisschen selbstbewusster in neue Aufgaben angehen oder noch selbstbewusster angehen können? Ich glaube, dass wir so ein Stück weit mehr Selbstvertrauen da getankt haben. Aber dieses Spiel fängt wieder bei 0 an, und es ist nach wie vor immer noch nicht so, dass wir so aufschlussreich sein könnten, dass wir jetzt irgendwo hinfahren oder dass wir uns irgendwie leisten könnten, jetzt irgendwo hinzufahren in dieser Liga und sagen, ach ja, Fortuna Köln ist jetzt nicht vergleichbar mit Chemnitz und jetzt gewinnen wir automatisch. Ich glaube, das wäre ein großer Fehler, wenn man das machen würde. Das wäre in etwa so, als wenn ich eine Grippe mit Nivea-Creme behandeln würde. Da kommt unterm Strich auch nicht viel bei raus.